aber ich bin ja nun mal Soldat und ich weiß, was gewollt ist. Und wie heißt der? Der Saab, der springt uns mit dem nackten Arsch mit Vorfreudigkeit ins Gesicht, wenn wir solche Scheiben liefern. Der sucht dringend. Ja. Saab ist ja nun überall und liefert seine Dinger. Und die ganzen Spezialeinheiten wollen natürlich dringend Wärmebildscheiben haben. Ich kann nur sagen, wir können natürlich weiter dümpeln mit dem Zeug, was wir haben. Ich habe gerade die Antwort aus Israel gekriegt. Er schickt mir also hier übers Internet die Bilder unserer tiefgezogenen Scheibe. Die sieht aus wie eine Wurst nach der Hitze. Ja. Schussversuche haben tadellos geklappt. Mhm. Nur die Scheibe sieht aus wie eine 3D-Scheibe. Ja. Der Kerl hat sich also total verzogen da in der Hitze. Und nun bringen wir dann so wesentliche Vorschläge, wie Herr Berger sie mir gesagt hat, der soll es auf den Rücken legen und was weiß ich. Also diese Vorschläge kann man natürlich machen. Ich bin mir absolut klar darüber. Der hat in Paris eine thailändische Firma gehabt, die, wie heißt dieses Plastik, was man nicht... Polyethylen. Das Polyethylenzeug. Ja. So, der ist mit denen unter Vertrag und ich habe es nicht geschafft, weil ich nicht gleich das gemacht habe. Ja. Hinterher gekleckert. Und mir ist völlig klar, dass der dem Israeli diese Scheiben liefern wird. So, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil dieses Biest sich verzieht. So. Wenn wir jetzt mit dem anderen Thema bei denen ankommen, und da kann ich nur nochmal wiederholen, alle, die irgendwo Spezialkräfte haben, springen, und die haben alle Armeen haben das, springen sofort auf dieses Ding an, auf diese Wärmebildscheibe. Nun, jetzt habe ich natürlich auch auf die äußerste Priorität eigentlich gelegt darauf, dass wir diese Scheibe jetzt vernünftig entwickeln und dass wir auch die Möglichkeit haben, in dem Fall eben halt den Partner Pinecke und Engelhardt darauf hinzuweisen, dass wir also sozusagen einen echten Prototyp brauchen. So, und jetzt scheitert es und hampelt es eigentlich wieder an diesem Prototyp rum. Und ich merke von Herrn Berger, er hat so optional nicht mehr diesen Druck, den wir jetzt entwickeln. Das Schlimme ist ja, Herr Berger, was heißt hier das Schlimme? Herr Berger ist ja mit dieser Firma da in Stuttgart unten. Ja. Und hat denen wieder irgendwelche Taler gegeben für eine 3D. Jetzt also halten sie das aber unter dem Siegel, dass ich das mit ihnen offen bespreche. Ja. Das hat ja... Ich habe mit Pinecke gesprochen, ich brauche ein 3D-Ding. Und Pinecke hat es bereits gemacht, ohne Kosten. So, und er macht da unten in Stuttgart auf halbe Kosten die und halbe Kosten er, dass die eine 3D-Scheibe, bis heute ist nichts passiert. Es sind schon wieder 4 Wochen ins Land gezogen und Pinecke macht das in 3 Tagen. Und die Frage ist jetzt einfach, was brauchen Sie von Pinecke? Ich brauche also einen funktionierenden Prototypen, wo wir das Material, was momentan sich in Endphase befindet, Entwicklungsendphase, können wir sofort in diesen Batch, also in den Produktionsvorgang mit einbinden. Das heißt also, wir hätten ein Muster oder Prototypen, die sich für den direkten Beschuss eignen. Ja. Und telefonieren Sie jetzt von Berger aus oder von zu Hause? Ich telefoniere jetzt von zu Hause aus, weil es ist jetzt so, dass ich jetzt 3 Monate in der Entwicklung bin, ja. Also phasentechnisch gesehen in dieser Entwicklung. Und es ist nicht so, dass ich überall den Euro reingeworfen bekomme. Ich habe also jetzt alles selbst finanziert auch. Ja. Und wir wollen jetzt eigentlich los mit der Scheibe. Ja. So, und jetzt stelle ich gerade, Herr Berger hat momentan wohl ein bisschen Probleme bekommen, dadurch, dass er zu einem Testbeschuss wohl nicht eingeladen worden ist und so weiter und so fort. Ich habe ihn so nachtragend noch gar nicht erlebt. Aber Sie sind ja eigentlich... Ich will Ihnen was sagen, Herr Burg, aber nun lassen Sie es wirklich unter dem Siegel der Verschwiegenheit. 100%. Herr Berger ist persönlich, hat Verbot gekriegt, wegen irgendwelcher Dinge, die er mit irgendwelchen BWB-Fritzen gemacht hat. Ja. Er hat sich also mit den Leuten angelegt. Und Engelhardt und ich fahren zu diesem Schießen, aber wir turnen nicht rum unter der Flagge IFT. Mhm. Wir treten in Klietz auf als Firma Pinnecke und Engelhardt und Herr Wendeborn als militärischer Berater. So, und dann versuchen wir diese Chose, das hätte er mir längst alles sagen müssen, schon wieder ein halbes Jahr verloren. Ja. Jetzt versuchen wir, diese Chose wieder klar zu ziehen. Das sind Animositäten und er wird einfach persönlich ausgekickt. Richtig ausgekickt. Ja. So.
Und er kriegt das selber auch nicht gezogen, weil ich fragte, wie sieht das aus? Wir werden doch dazu eingeladen, hoffe ich. Nee, sagt er, Sie werden im Gegenteil, Sie werden ausgeladen. Das kann nicht sagen, es wahr sein. Doch, sagt er, das ist wahr. Und da war das und das und das und das. Und Herr Berger versteht nicht, was er gemacht hat. Ja, ja. Herr Berger hat Visitenkarten sich machen lassen mit Emblemen der Bundeswehr. Und das sind Sachen... Das sind Regelverstöße, klar. Das will er nicht einsehen. Das ist, theoretisch ist das nicht schlimm. Das sind Amtsanmaßungen. Ja. Und daraufhin hat man ihm, oder beziehungsweise hat man in der ganzen Bundeswehr Brandbriefe gegen ihn verteilt. Das wusste ich natürlich bis vorgestern alles nicht. So, das muss ich alles aus der Nase ziehen. Oder ich krieg's irgendwo gesteckt, weil ich ja mit den ganzen Leuten telefoniere. Wobei Sie dann sozusagen in der Sondierung auch noch sehr, sehr feine Antennen brauchen, um überhaupt zu extrahieren, was tatsächlich los war. Ja, das ist also eine Riesenscheiße ist das. Ja. Riesenscheiße ist das. Ich rufe da unbedarft irgendwo an und dann sagt er mir, sagen Sie mal, wissen Sie eigentlich nicht? Ich sage, was soll ich denn eigentlich wissen? Ja, dann lesen Sie mal das und das. Und dann geht das los und dann sage ich Herrn Berger, was ist denn da? Und dann schickt er mir die Vorgänge und das sind uralte Kamellen seit 6 Jahren, die man längst hätte bereinigen können. Ja. Aber denkste Puppe, und dann sagt er wieder, ich melde mich bei einem Staatssekretär. Ich sage, um Gottes Willen, lassen Sie das doch bleiben, Mensch. Lassen Sie uns doch auf unserer Ebene das vernünftig gerade ziehen. Na, wie dem auch sei. Das ist eben ganz schlimm und das ist der Stand bei der Bundeswehr. Und die letzte Chance, die wir haben, ist jetzt im September zusammen mit den Geräteherstellern, dass wir diesen Verschiss, in dem er richtig dicke drinsteht, so doll wusste ich es nicht, bei der Bundeswehr wieder hinkriegen. So, das ist die einzige Chance, kleine Brötchen zu backen und sagen, Entschuldigung, habe ich nicht so gemeint. Und ja. So. Aber das, was Sie eben auch beobachten, ist, was mir eben persönlich auch wehtut, es geht nicht voran. Richtig. So. Also, nein, es ist ja letztendlich so, dass wir in der Endphase sind, wie es PET eigentlich sein muss. Wir haben es ja quasi jetzt hier und wir arbeiten hier immer noch mit laminierten Mustern und so weiter in einem Garagenversuch. Ja. Da wird mit einer Walter heftig draufgeschossen und so weiter und so fort und es funktioniert ja. So ist es nicht, aber wir haben immer noch kein Gebrauchsmuster draus und dann wird es so sein, dass dann irgendwann die Geschichte endet, up and away und dann macht es jemand ganz anders. Ja. Ja, was wollen wir jetzt machen? Was müssen wir machen? Ja, also ich würde sagen, wenn ich die Schnittstelle zu Pinecke und Engelhardt finden würde, indem wir sozusagen entwicklungstechnisch von IFT so weit eingreifen können, dass wir sagen, wir brauchen Prototypen, die sich effektiv zu einem Beschuss eignen, dann müsste man eben halt letztendlich, dass ich Muster für die Einbringung ins Material selber sozusagen zuschicken werde. Mhm. Und dann können Sie das ja mehr oder weniger bei Pinecke und Engelhardt dann selber besprechen. Ja gut, also das heißt, wir müssen den Kladderadatsch, den Sie mir da damals gezeigt haben, ja. Den müssen wir irgendwie in die Scheibe integrieren. Ja, wir sind ja mittlerweile sehr, sehr weit. Wir haben jetzt ein ganz, ganz eigentlich, ja gut, von der Grundform ist es genau das gleiche Material. Mhm. Nur diesmal eignet es sich mit der Einbringung, weil wir hatten momentan mit Teflon-Überzügen gearbeitet. Und die sind abstoßend. Wir haben einen Abstoßungseffekt bei Polyethylen beobachtet. Mhm. Das würde bedeuten, wenn das Projektil einschlägt, und kommt hinten raus, haut der Luft rein, auch durch den Druck des Projektils. Und das ist nicht gut, damit uns nicht gedient. Wir haben jetzt ein Gewebe und das eignet sich ganz hervorragend für das Eingießen oder Vergießen mit diesem Material. Und ich denke, das wird wahrscheinlich die Passform sein, die wir brauchen. Das heißt, wir brauchen ja im Prinzip eine ganz normale Scheibe. Nee. Das ist doch Quatsch. Wir müssten im Prinzip jetzt ein paar Scheiben fertig machen lassen. Ja. Als unsere Prototypen müssten damit auf den Übungsplatz irgendwo und uns die Erlaubnis geben lassen, ob wir da rumballern können. Ganz genau. Nicht? Ja. So, und wenn wir diese eigenen Feldversuche oder von mir aus machen wir es mit Capito und Assenmacher oder mit Tyson oder wem auch immer auf deren Ständen und dann könnten wir sagen, so, wir haben das, liebe Bundeswehr, wir bitten um Test. Denn die offiziellen Ausschreibungen, die kommen jetzt nach dieser Schießerei hundertprozentig. Alles klar. Sie müssten Berger, da Sie ja nun im Auftrag von Berger stehen, Sie müssten Berger einfach fragen, was ist jetzt Sache? Ja. Und ich kann Berger natürlich auch anrufen und sagen, Mensch, der Herr Wurch hat mich angerufen, der ist so weit. Ja. Was ist jetzt Sache? Ja. Und
Berger schreibt natürlich gleich Verrat, wenn wir jetzt zu Pinneke und Engelhardt gehen. Ja, nein, weil er subsoniert, dass Pinneke ihn verrät. So. Ja. Also das ist ja sein großer Verdacht immerzu, dass der Pinneke ihn ständig über den Tisch zieht. Das ist ja von morgens bis abends das gleiche Gespräch. Der betrügt mich, der zieht mich über den Tisch und pipapo. Mir hat Engelhardt gesagt, wir machen für die Bundeswehr alles im Rahmen, was bei uns überhaupt möglich ist. So. Und wenn Pinneke mir das sagt, interessiert mich das doch überhaupt nicht, was für das Ausland. Da will er irgendwie nicht versenden oder was weiß ich, da will er irgendeinen formalen Quatsch, der nicht in die Verantwortung gezogen wird, dass er meinetwegen die Reisekosten von Herrn Wendeborn oder was weiß ich. Also Peanuts. So, nur wenn er für uns in der Entwicklung tätig ist, für die Bundeswehr, so, mehr brauchen wir doch gar nicht, dann haben wir das Ding doch fertig. Und dann können wir es verschicken in die ganze Welt, wenn es funktioniert. Natürlich. Nicht? Ja. Also, jetzt hängt aber, die Antwort wird mir schon klar sein. Jetzt wird Herr Berger sagen, aber ich bin doch in Verhandlungen mit der Firma in Stuttgart. Bloß bis die Firma in Stuttgart soweit ist, die für uns produziert, ganz genau, ist das Thema längst von der Rutsche. Nur ich bemerke, dass wir es also in dem Maße, wir haben hier unheimliche Entwicklungszeiten drauf, wir sind im Grunde genommen schon fertig und wir kriegen es einfach nicht mehr gemacht. Ja. Und dann haben wir es, dass es dann irgendjemand anders macht, mein Gott, die sind alle nicht dumm. Ja, das hat mich ja mit Schrecken erfüllt, dass ich da in Paris dieses thailändische Ding gesehen habe. Von denen kriegen wir sowieso Angst. Wir könnten von denen Exklusivverträge kriegen. Das hatte ich ja versucht und bin zu spät gekommen, weil der Israeli natürlich das selber gesehen hatte. Und der hat sofort auf der Messe für Israel einen Exklusivvertrag mit denen gemacht. Das heißt, für mich ist völlig klar, wir werden keinen Willi nach Israel liefern, sondern der wird diese thailändische Firma machen. So. Und ich sag mal, der Vorsprung, den wir jetzt hätten, der wäre auf der Basis Wärmebildtechnologie. Ja. Das in unseren NATO-Staaten hier oder in unseren europäischen Ländern. Das wäre eben Renard. Sie müssten jetzt nur, um den alten Herrn Berger nur nicht zu verärgern, würde ich vorschlagen, rufen Sie ihn an, wir sind jetzt soweit. Ich weiß nicht, ob Sie, aber ich kann Berger natürlich auch anrufen, wenn Sie das möchten und sage ihm, Mensch, Herr Burch hat mich angerufen, wir sind jetzt soweit. Oder wollen Sie lieber den Weg über Berger machen? Also ich würde heute Nachmittag eher vorschlagen, ich kontaktiere ihn nochmal. Ja, eben. Und die 3D-Scheibe, die hat der Engelhardt schon fertig. Natürlich nicht mit Gesicht und Ohren, weil ich gesagt habe, das interessiert doch überhaupt nicht. Nein, ist auch so. Es interessiert eine Form, die 3D entspricht. Ganz genau. Und wenn dieses Biest umkippt vernünftig in den entsprechenden Halterungen, dann sind wir soweit. Nur es tut sich ja definitiv nichts aus der Seite, aus Balge. Ja. Aus unterschiedlichen Gründen. Wenn er mir freie Hand gibt, ich meine, ich kann natürlich unbedarft nachher anrufen und sagen wir mal, wie weit sind Sie eigentlich mit Ihrer Wärmegeschichte? So werden wir es mal machen. Okay. Ich rufe ihn an, in der nächsten halben Stunde, am besten vor 12 jetzt, und sage, was ist eigentlich Sache mit der Wärmegeschichte? Wie weit sind wir da? Das drängt. Okay, Herr Wendemann. Und dann gehen Sie auf ihn zu heute Nachmittag. Alles klar. Nicht? Machen wir das so. Ich mache einfach nur unbedarft, wie weit sind wir. Ich habe eben den bösen Verdacht, dass er mit der 3D-Scheibe über Stuttgart gehen will. Und das bringt uns zeitlich derart in Verzug, weil wir überhaupt nicht sagen können, welche Scheibenzahlen stehen dahinter. Richtig. Das ist völlig in die Welt ohne Marketing und ohne irgendetwas gemacht. Ich kann überhaupt nicht sagen, was würde die Bundeswehr und vor allen Dingen wann an 3D-Scheiben oder an Wärmebildscheiben bestellen. Nicht möglich. Ja. Nicht möglich. Ja. Bei Binnig und Engelhardt können wir uns einfach irgendwelche Stückzahlen machen lassen, ohne dafür irgendetwas Besonderes nun aufzuwenden. Insofern ist es absolut daneben, sich jetzt eine neue Firma zu holen, weil die sagen wird, ja schön, ich mach dir die Figur, gar kein Problem, Stück kostet so und so viel und fertig ist der Lack. Aber das wird nichts. Das glaube ich auch. Nee, wird nichts. Ich brauche dazu Auftragszahlen,
wo eine Serie laufen kann. Richtig. Und die Serie kann nur bei Pinnicke und Engelhardt laufen, weil er diesen Mist nun schon so lange macht. Eben. Nicht? Ja, ja, ja. Okay. Herr Wendeborn. Ja, gut. Ich rufe ihn nochmal an, wie es ist, und dann führen Sie Ihre Gespräche und stellen Sie ihm nochmal vor, was Sache ist, und dann können wir nochmal miteinander schnacken. In Ordnung. Okay. Alles klar, bis dahin. Danke. Tschüss. Ich kann Ihnen in keinster Weise helfen. Null. Das ist absolut zero. Ich kann Ihnen weder mit Verträgen noch ob Herr Berger nun so oder so geartet war, helfen. Ich habe meine eigene Meinung über Herrn Berger immer gehabt, aber das ist eine ganz persönliche und die hat mit Dienst nichts zu tun. Und deshalb habe ich mich von ihm ja auch getrennt oder er sich von mir, ist mir wurscht. Aber ich kann ihn auch wenn Sie Probleme haben mit Ihrem Landrat oder weiß was, der Kuckuck was, ich kann auch Ihrem Landrat nichts erzählen. Denn das, was zwischen Ihnen und Berger gelaufen ist, kann ich nicht kommentieren. Ich habe keine Ahnung, der eine behauptet Hü, der andere behauptet Hott. Naja gut, da können wir uns lange drüber unterhalten, wer nun welche Mattscheibe hat, aber wie gesagt, ich habe mit dem ganzen Verein nichts mehr seit 10 Jahren zu tun. Ich habe auch keine Ahnung, was da los ist. Von Technik habe ich sowieso keine Ahnung. Also, und dass der ein Waffenhändler war, davon weiß ich nichts. Und die Frau Berger oder wie die Erbschaftsgeschichte gelaufen ist, habe ich keine Ahnung von. Da habe ich null Kontakt von denen. Und wie gesagt, der Kontakt zu Berger ist seit meinem Weggang da völlig erloschen. Weder zu der Frau noch zu sonst irgendwem habe ich irgendeinen Kontakt. Und die ganze Scheibengeschichte, die hat sich sowieso erledigt, denn die Bundeswehr, die drei Scheiben, die die benutzt, habe ich auch gar keine Ahnung mehr. Ich kann es nicht ändern. Ich habe nicht eine einzige Scheibe gesehen, die funktioniert hat und die gekauft worden ist. Keine Ahnung, vielleicht hat Berger anschließend damit Geld verdient. Ich habe von diesen Scheiben nicht eine einzige im Vertrieb gesehen. Die Verbindung nach Israel habe ich keine Ahnung von. Das hat jetzt wirklich keinen Zweck mehr, dass wir dabei darüber reden, denn ich kann Ihnen einfach nicht helfen. Ich weiß auch nichts von irgendwelchen amerikanischen Firmen. Ich weiß auch nichts von dem Vorwurf von Waffenhandel. Und wann war ich wo in Israel? Na, wenn Sie meine Drohung, ich habe Ihnen nicht gedroht. Machen Sie, was Sie wollen. Entschuldige. Ja. Hi, also manche Sachen sind ja schon einige Zeit zurück und die fallen ja wieder stückchenweise ein, gerade nach dem Gespräch, ne? Ja. Wenn es wirklich hart auf hart kommt, haben wir ja in der... Also, es ist dann wiederum das, was der Berger im Vorfeld uns reinprojiziert hat. Wir werden Erpresser. Aber da er uns eine Rolle bringt, wo man dann unter Umständen, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, in eine Bedrohung kommt, dann ist es mit Erpressen nichts zu tun, sondern einfach nur mit Selbstschutz, ne? Eigentlich sehe ich mich ja mit Iris als Familienmitglieder. Ich bin ja nun, das ist vom Arbeitsamt bestätigt, Herr Berger hat dafür Benzingeld kassiert, hat die Unterkunft kassiert, das alle Gelder. Ich war ja in Heilbronn gewesen, bei Illig, ne? In der Tiefziehgeschichte, in dem Versprechen dergleichen mehr, dass ich in der Firma was werden könnte oder Aufbaumaßnahmen in der Firma stattfinden. Und wenn es hart auf hart kommt, hat der Berger auch längst verdrängt und vergessen. Gehe ich zum Arbeitsamt, weißt du? Hm. Und dann werde ich das darstellen, wie es gewesen ist. Ja. Und das Arbeitsamt ist ja in der Form auch so, ständige Versprechen von irgendwelchen kleinen Unternehmen kriegen sie oft. Hier in Vorleistung, Umschulungsmaßnahmen, Weiterbildungsmaßnahmen oder auch Reisen, ne? Und Spesengelder. Und da sehe ich eigentlich gar keine Problematik. Andersrum, was soll denn Frau Körlich und mir passieren? Wir haben beide eine e.V. zu laufen. Es wäre ja mal schön, wenn es umgekehrt wäre. Ja, es wäre mal schön. Das spricht ja für mich, wenn ich die Rechnung nicht fakturieren würde. Ja. 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 Meine Unterschrift drauf sein. Ja, ja. Okay. Und ist Frau Körlich ja nicht unterschriftsberechtigt. Also, nein, was? Ja, du hast aber nichts weiter als in der Form eine Kurznotiz. Okay. An dem und dem und mit der Unterschrift, das muss man ja machen, weil ohne Unterschrift, ohne Bezug alles. Ja. Hat aber noch lange keine Aussagekraft. Okay, alles klar. Der Berger war ja gar nicht vor Ort gewesen, da musst du es ja machen. Das kann man ja immer noch. Hat die Aussagekraft, dass ich diese Rechnung nicht mit reingenommen habe? Reinhold. Wenn man jetzt einen Leistungsbezug sperrt, sei es jetzt von Iris den Leistungsbezug oder sei es meinen Leistungsbezug, ja, dann glaube ich nicht, dass man das so einfach so lapidar abtun kann, wie, ja gut, das ist mir vielleicht egal oder so, ja. Nee, aber dein Leistungsbezug zu sperren, der wäre ein bisschen gröber. Der würde wehtun. Bei Iris kann nicht viel passieren, weil sie eh in der Sozialhilfe auf gut Deutsch.
Ja, aber wie gesagt. Naja, nee, nee. Die läuft weiter. Du musst in der Form nur. Nein, ich wollte die Frage werden. Ja, was denn dann? Dann krieg ich gar keine Kohle mehr. Richtig. Aber das wird nicht passieren. Na gut, dann. Geht mal vor Sozialgericht und legt dem Berger klar, dass. Das Sozialamt wusste doch, dass ich beim der Hitmeier, der kennt doch den ganzen Vorfall. Dann werde ich einfach sagen, er hat mir wieder von. Aber andersrum, du glaubst tatsächlich, dass der Berger damit dann sprich auch gegen seine eigenen Familienmitglieder vorgeht. Ja. Garantiert, das glaube ich auch. Garantiert. Bei Wolfgang auch. Naja. Gut. Ich habe eh keinen schwarzen Anzug. Wir sind keine Familienmitglieder für ihn, das ist Abschaum. Reinhold. Ja, gut, okay. Ich sag dir jetzt mal so, ich drück dir die Daumen und häng dich jetzt nicht. Also ich sag ich mal, es ist eigentlich schon. Keine Ahnung. Ja gut, es ist lächerlich. Frage. Es ist lächerlich, wenn ich jetzt sagen würde, spannt er euch jetzt nicht ein, weil mir dreht sich jeden Tag der Magen um. Ich hatte Frau Köllig. Ja, nee, jetzt werde ich sauer, ehrlich. Jetzt dann kriegst du auch keine Waffe in der Hand. Nein, soll ich das nicht mehr, soll das hart, noch härter als vorher. Genau, mach sie. Du hast fairerweise uns informiert, wir hätten in der Form, deswegen hast du wahrscheinlich angerufen und gesagt, Mensch, Hajo, mach mal langsamer, ja. Du bist da irgendwie raus und du wolltest jetzt in der Form wenigstens dich ehrlich machen. Ja. Und natürlich habe ich ein bisschen wohl mit dem Gefühl, aber das ist auch noch zu regeln, das ist alles. Ja, okay, dann danke, ja. Pass auf, ich gebe es dir, du kannst es stoppen. Ja. Ja. Nein, pass auf, wir haben kein, also pass auf, es ist so, ein bisschen mulmiges Gefühl hat man immer, weil es kommen dann Unannehmlichkeiten auf einen drauf zu, die hätten nicht sein müssen. Ja. Aber auf der anderen Seite ist alles darlegbar. Ja. Ich habe, und das ist einfach so, in guter Absicht immer wieder versucht, in Anbetracht der Tatsache bezüglich Reinhard seiner Mutter und hinsichtlich dessen, dass er sich das doch wieder anders überlegt wegen einer Festeinstellung. Und mit Hilfe, dass ich aus dem Scheiß rauskomme. Und es ist dokumentiert bei dem Sozialamt, dass ich da eingestellt werden sollte. Ich war auch angemeldet beim Sozialamt, dass ich einen Lebensverdienst von 123 Mark habe und alles. Und dass jetzt wieder, wenn jetzt wieder was kommt, ja, er wollte mich ja anmelden und dann hieß es auf einmal wieder, er geht das Risiko nicht ein, mich anzumelden. Und er wollte mich auch fest einstellen, das ist auch ein Faktum. Und dann wollte er es auf einmal wieder nicht, weil ich wieder dies und dies nicht so gemacht habe in seinem Sinne. Also ich möchte nicht wissen, was soll man mir da... Entschuldige. Engelhard Senior, guten Tag, Herr Wurcht. Schönen guten Tag, Herr Engelhard. Ich habe mit meinem Sohn gesprochen, Wärmebildscheibe. Ja, richtig. Ich habe das so alles am Rande mitbekommen. Ja. Mein Sohn ist bis kommenden Mittwoch in Urlaub. Ja. Also jetzt mal zum Sachverhalt selber. Ich habe im Auftrag, also Berger ist auf mich zugekommen und ich habe die Entwicklung gemacht der Funktion Wärmebild. Jetzt ist es nur so, dass jegliche Muster, die wir erstellt haben, natürlich auch für jede andere Scheibe gelten, letztendlich. Weil Herr Berger ist zwar mit der Entwicklung auf mich zugekommen, ich habe aber gehört von ihm immer wieder Aussagen, dass 10 Jahre lang geforscht worden ist und kein vernünftiges Ergebnis erzielt wurde. Jetzt habe ich gehört, dass zum Beispiel Lockheed Martin da im Geschäft war mit dem Herrn Berger, dass es einen zweiten Hersteller gibt, der 3D-Scheibe, den wissen Sie ja, den Verlauf wissen Sie auch. Und ich sage Ihnen jetzt so, ich habe in den letzten 5 Monaten kein Auge mehr zugetan, weil Herr Berger sich hier so in mein Leben gedrängt hat, ja, zu umgehen und zu hintergehen in der Zusammenarbeit mit dem Herrn Wendeborn. Ja, richtig. So, jetzt muss ich natürlich sagen, Herr Wendeborn ist nun ein ganz anderer Mensch als Herr Berger und ich sehe es nur nicht mehr ein, dass ich der Benachteiligte bin in dieser Geschichte, weil er dieses Produkt im Grunde genommen als Druckmittel zur Veränderung des AGE-Vertrages, weil er sich sozusagen durch Ihre Firma erpresst und genötigt fühlt. Er stellte das so dar, dass Sie sich an entwicklungstechnischen Arbeiten nicht beteiligen. Fürs Ausland nicht. Er hat ja davon geträumt, dass in der ganzen NATO und in der ganzen Welt seine Billigscheiben verkaufen kann. Hat er seit 10 Jahren sein Geld reingesteckt, ist nichts passiert. Das habe ich ihm vor 10 Jahren schon gesagt. Ein Franzose kauft keine deutsche Scheibe, ja. Das will er nicht wahrhaben. Und da habe ich gesagt, ich habe ja auch immer mal Geld investiert, das schon mal. Und da ist für mich das rausgeschmissene Geld für die Bundeswehr, bin ich immer offen gewesen. Das habe ich ihm auch gesagt. Das ist klar. Ja nun, Sie sind ein Unternehmen seit 1912, so wie ich gehört habe. Sind Sie in dem Geschäft? Und Sie haben natürlich da quasi fachliche Kompetenz. Nur er wollte erzwingen, dass ich jetzt nur in seiner Garage ein Muster herstelle, das jetzt eben halt dazu dient, alle Partner erstmal auszuspannen. Das ist so typisch, Herr Berger. Ich kenne ihn seit gut 10 Jahren. Wir wohnen ja zum Glück über 150 Kilometer auseinander. Das ist auch das eine, das ist das Glück. Aber wir kommen miteinander aus. Aber wie gesagt, es ist nicht so ganz einfach, ja.
nicht ganz einfach, sage ich Ihnen ganz ehrlich mal. Er versucht, den Rest der Welt sozusagen als Versager darzustellen und macht sich jetzt hier sozusagen zum Zentrum meines Lebens. Und jetzt alles dreht sich nur noch um Berger. Ja, lassen Sie sich da mal nicht verheizen. Das hat er ja mit anderen schon durch, ja? Ja, aha. Das sage ich ganz ehrlich, das ist ein unruhiger Geist. Das hat mich ja nun auf dem Weg sehr, sehr irritiert. Das bedeutet für mich aber auch, dass ich einen Geschäftspartner, der mich da mehr oder weniger in das Patent mit reinnimmt, beziehungsweise jetzt eine Patentanmeldung, wie entscheidet er morgen? Das ist das Problem so ein bisschen. Aber Sie dürfen auch eins nicht vergessen, er ist über 70 Jahre alt und im heutigen Geschäftsleben ist man dann verschlissen, ja. Sicherlich habe ich im Verlauf immer wieder Rücksicht darauf genommen. Nur er hat mich jetzt sozusagen auch in den Familienclinch reingezogen. Das heißt also, mir wurden Personen sozusagen an die Backe geheftet, wie die Frau Köllig, wie sein Stiefsohn. Und da hieß es also, das sind gefährliche Personen, die wollen die Macht an sich reißen, die wollen mein Kapital und die wollen meine Firma. Sie sieht das dann irgendwie ein bisschen, also das heißt mal Vorsicht und tun es auch nicht überbewerten. Ich bin mit Herrn Berger die ganzen 10 Jahre rausgekommen, dass ich nicht gleich auf jede Sache, die er kam, auf angesprungen bin, ja? Ja. Und die Zeit. Zeit ist manchmal 3 Tage, hat das alles geheilt, ja, richtig. Also weil es, wie gesagt, altes Sprichwort, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Mir ist es gelungen, diese Scheibe jetzt nun herzustellen, beziehungsweise funktionale und operable Muster darzustellen. Und jetzt versucht er mich auf diesem Wege, ich habe diesen Videoschnitt, der vorgeführt worden ist, den habe ich ja geschnitten hier am Computer. Das ging quasi über Nacht, weil Herr Wendeborn drauf gedrängt hat, wir brauchen das Demo-Video. So, und dann hieß es, Sie sind aus der Sache raus, Herr Wendeborn und ich verhandeln wegen dieser Sache. Und dann habe ich zu Herrn Berger gesagt, dass wenn eine Sache besprochen wird, die auch zur Veränderung eines Vertrages führen muss, muss ich wenigstens als Zuhörer anwesend sein. Das hat er in Abrede gestellt, hat gesagt, Sie haben mit IFT nichts zu tun. Das bedeutete für mich in diesem Tage und versucht also jetzt hier schon Profile zu schaffen, die eigentlich dem so nicht sind. Gut, also wir sind ja eben. Wenn er hat er das Patent oder er versucht es zu bekommen, das ist jetzt auch nicht mein Bier erfunden. Ja, ja, richtig. Und wir sind also in der Lage, die Scheibe eventuell zu fertigen, ja. Und sie dann natürlich bei der Bundeswehr zu vermarkten. Und wenn sie sich in den anderen NATO-Ländern vermarkten lässt, dann sind wir natürlich der Sache aufgeschlossen. Aber wisst ihr, ich lebe nicht mit Traumschlössern. Ich weiß, ich sage nur eins, wir haben früher an die Franzosen, Amerikaner, die ganze Besatzungsmächte Schweinegeld. Haben wir mit denen verdient. Ja. Dann kam dieser Neutralitätsvertrag und dann war ja letztendlich mussten die dann ihre Rüstungskosten selber bezahlen. In dem Augenblick alle haben die nicht mehr ein Fitzelchen hier in Deutschland gekauft, ja. Aha. Ja, und das habe ich Herrn Berger auch gesagt. Ich sage, sie reiten jetzt, es gibt doch in jedem dieser NATO-Partnerländer gibt es eine Firma Pinnick und Engelhardt, ja, ich meine nicht mich hier. Aber wissen, die sind da auch ansässig und liefern da die Schießscheiben. Und da kommt der Herr Berger aus Nienburg und hat eine kleine Erfindung aus Kunststoff. Und das ist das Optimale, ja. Kunststoffscheiben machen die in Frankreich auch, ja, können die doch machen. Das merkt der Berger gar nicht, ja. Das ist also, die waren früher aus Buchensperre und so eine Hartfaser. Kunststoff ist natürlich eigentlich ein Ersatz, ist aber keine patentische Erfindung, ja. Eben. Die man hat früher Unterlegscheiben aus Metall genommen, heute nimmt man sie aus Kunststoff, ja. Ist das eine Erfindung? Nein. Und natürlich, und wir haben diese Scheiben in Umlauf gebracht, weil wir nun einen bekannten Namen haben und als anständige Firma dastehen. Aber wir sind auch nur, uns hat er völlig überschätzt, wir sind ein kleiner Laden zwischen 10 und 12 Leuten, maximal 15 Leute und er hat geglaubt, wie er zu uns kam, wir hätten hier 150 Leute, ja. Wir haben zwischenzeitlich allerdings im Hafen gebaut. Bei uns ist das ganze Bundeswehrgeschäft auf ein Drittel des Umsatzes zurückgegangen. Die ganze Reklame für den Beetle haben wir gemacht, die Reklame für den Phaeton und was soll, der Touareg, der jetzt vom VW auch kommt. Das sind so die Sachen, wo wir also viele Prospekte hergestellt haben, ja. Das ist ein nervenaufreibendes Geschäft und sage ich ganz ehrlich, da laufen sie am Ende auch noch hinter dem Geld hinterher, ja. Ja. Sagen Sie mal, welche Möglichkeiten bestehen denn jetzt für mich, damit ich nachher wenigstens vernünftig dastehe? Ich weiß nicht, ob der Herr Berger sich überhaupt noch mit mir auf ein Gespräch einlässt, weil er hat solche Kanonen, also er hat im Grunde genommen mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ich habe ihm nichts Böses gewollt. Natürlich hat der Herr Berger durch den Vertrag gekoppelt. Und Sie können sich ja vorstellen, er hat uns die Scheibe vorgeführt, ihr Video, und hat uns natürlich vorher den Vertrag geschlossen, ja? Ja. Also ich kann da eigentlich nicht wieder raus, wenn Sie so wollen, ja. Achso, Sie können nicht mehr raus? Ich kann nicht mehr raus. Also ich bin mit der Scheibe eigentlich auf Berger fixiert, ja. Aber wie gesagt, der Vertrag ist eigentlich nur im Entwurf entstanden. Also ich würde sagen, machbar ist heute, kann man fast sagen, alles, ja. Aber wisst ihr, ich komme noch aus der Zeit, wo man zu seinem Wort steht. Mein Sohn ist, und klar ist ja mein Sohn, sieht
Ja. Dann sollten wir nächsten, ich werde meinen Sohn informieren, wenn er kommt am Mittwoch, nächsten Mittwoch. Und dann sollten wir mit zusammen nochmal alles klar absetzen oder sprechen. Ja. Ich kann jetzt auch keine Entscheidung treffen. Ja, ist ja richtig. Ich habe mich eigentlich aus der Firma, aber ich bin am 1. Januar ausgeschieden und bin eigentlich nur so die Urlaubsvertretung. Aber wir sind so ein Familienbetrieb, hört mir nie auf zu arbeiten, ja. Ja. Naja, ich bin mit ihm rausgekommen, 10 Jahre. Hm. Das sagt ja eigentlich, ich bin mit ihm rausgekommen, nehmen Sie das Wort mal, ja. Das mal, ja. Ja, ja gut. Da habe ich nur darauf, hat eigentlich nur funktioniert, indem wir ruhig geblieben sind und haben die Nachricht behalten, ja. Ja, ist ja richtig. Ist in Ordnung, Herr Engelhardt. Vielen Dank für den Ratschlag erstmal. Und sollte sich dahingehend etwas tun. Ich bin also bereit, Ihnen die Technologie, sofern ich sie jetzt eben halt da bereitgestellt habe, es sind ja also 4 spezifische Technologien, würde ich Ihnen also letztendlich da auch zur Verfügung stellen. Naja, und ich sage, wir sind ja auch zu allem bereit. Das ist ja nicht, es muss ja weitergehen, ja. Also ja eben, und genau das. So, und wir haben ja den ganzen, wir haben ja 10 Jahre lang diese Scheiben gemacht und der Berger hat eine Promotion davon bekommen. Ja. Wenn er sich mit dem ganzen Auslandsgeschäft nicht rumgeschlagen hat, was nicht eine Mark gemacht, hätte er in den 10 Jahren ein schönes Geld gehabt und hätte wunderbar leben können. Nein, er musste ständig unterwegs sein und die haben ihn alle, glauben Sie mir, die Ausländer haben ihn verscheitert. Ja. Die Scheibe angeguckt, haben sie in den Schreibtisch gestellt und haben gesagt, das war's. Das Gefühl habe ich auch gehabt. Das sind doch überall, da ist doch, macht die drinnen, diese ganzen Firmen sind doch in allen Ländern, Mensch, die lassen sich doch nicht von Herrn Berger das Geschäft kaputt machen, ja? Ja, ja. Da muss das wirklich eine bahnbrechende Erfindung sein. Und dann kommt ja auch noch eins, wenn Sie dann den Preis der Kunststoffscheibe hören, das ist natürlich auch, also, nicht preiswert. Ja. Ja, 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 ja. Und da hat auch der Franzose gesagt, aber wir fliegen auf dem Mond, wir haben die Dings Concorde gebaut, können wir nicht Kunststoff nehmen für eine Scheibe? Na, selbstverständlich. Da brauchen wir nicht nach Deutschland gehen, ja. So sieht doch das aus, ja. Das heißt also, letztendlich weichen die Leute mit anderen Werkstoffen aus, beziehungsweise... Ja, ja. Ja, und das erfährt überhaupt keiner. Ja, ja, klar. Das ist doch das Problem. Das habe ich mir nämlich gedacht, Herr Engelhardt. Das ist doch nur eine einfache Scheibe, ein einfaches Material. Wie wir damals diese Holzscheibe eingeführt haben in der Bundeswehr, da war Kunststoff noch nicht so weit. Das war aber in 70er Jahren, ja. Mhm. Und heute ist das Problem, die Apparatur, wo die Scheiben drauf gehen, die sind immer noch dieselben. Bloß die Scheibe ist mittlerweile aus Kunststoff und das Gewehr hat sich verändert. Wir haben dieses G36. Ja. Da haben sie ja eine V0, das heißt eine Anfangsgeschwindigkeit von 1000 Meter pro Sekunde. Ja, ja, ja. Da hat ja nur 670 Meter, also ist ja also dreifache Schallgeschwindigkeit. Ja. Mhm. Und da ist natürlich klar, wenn das Geschoss das Material durchschlägt, das ist natürlich wesentlich weniger Geräusch oder Bersdruck oder wie man es bezeichnen will, wie früher mit den dicken Kugeln. Ja, 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 richtig. Das war ja dagegen mit dem Stein draufwerfen, ja. Deswegen das Problem auch mit der Sensorik, ne? Ja, das ist dadurch gekommen. Und die Bundeswehr, wissen Sie, die hat da nichts dran gemacht. Diese Sensoren kann man überall austauschen, aber da haben die kein Geld investiert. Das hätte sich für 1 Million machen lassen in der ganzen Bundeswehr. Aber Sie kennen doch, dass dieser große, unbewegliche Apparat Bundeswehr ja. ist einfach nicht dazu in der Lage. Und dann wird es der Kommission vorgestellt und dann erkennt man das. Man müsste es machen, dann, ja, und dann ist das fix und fertig, das Konzept, und liegt irgendwo in der Schublade. Das ist die Bundeswehr. Aha. Also meine 40 Jahre Erfahrung. Ja gut, ich meine, dann decken sich die Aussagen von Herrn Berger hundertprozentig. Herr Enger, ja? So, und dann ist ja auch so, wir sind ja auch einfach so kleine Firmen, wenn dann natürlich so Firmen anrücken, richtig große Rüstungskonzerne, die haben natürlich mehr Möglichkeiten. Also wir sind ja immer das Fußvolk nur gewesen, ja. Ja, 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 ja. Ja gut, Herr Engelhardt, nur ich wollte jetzt auf irgendeinem Wege, wollte ich mich jetzt letztendlich, ist jetzt quasi... Herr Borsch, ich kann das voll verstehen. Ja. Und wir sind da aufgeschlossen. Aber wissen Sie, ich möchte natürlich ganz gerne nicht an meinem Sohn vorbeimachen. Ja, aber natürlich. Ganz klar, weil der sagt mir hinterher, Papa, sag mal, weißt du, du entscheidest immer, aber du bist doch gar nicht mehr, ja. Mhm. Und da möchten wir beide entscheiden, das doch, das ist ganz klar. Aber er ist natürlich federführend, ja. Ja, ja, klar. Aber glaubst du mir, wenn das was Vernünftiges ist, dann wir sind immer an vernünftigen und ordentlichen Sachen interessiert. Okay. Herr Engelhardt, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Schön, ich danke mich auch für den Anruf. Ja, ja. Okay, aber bis dahin. Mach's gut, ja. Jo, tschüss.